Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Vortrag über Medien und frühkindliche Bildung. Dafür haben wir einen hochkompetenten Referenten gewonnen, Norbert Neuss von der Universität Gießen, der sich, wie er gerade gesagt hat, schon seit 20 Jahren mit dem Thema Medien beschäftigt und sicher dazu auch sehr, sehr interessante Ausführungen machen kann. Zu seiner Person kann er gleich selbst noch etwas sagen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Aber ich gehe davon aus, heute auch ein erhöhten Lerneffekt. Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich begrüße Sie auch nochmal recht herzlich zum Thema Medien und frühkindliche Bildung. Ich werde Ihnen versuchen, sozusagen dazu einen Einführungsvortrag zu zeigen oder zu geben, im Hinblick darauf, was in diesem Bereich frühe Kindheit und Medien eigentlich relevant ist. Zu meiner Person selbst. Ich habe tatsächlich schon seit 20 Jahren in diesem Feld Erfahrung, sowohl Forschungserfahrung als auch praktische Erfahrung. Meine praktische Erfahrung hat quasi angefangen in einer Institution, die Blickwechsel heißt und die in Göttingen sitzt und vor allen Dingen sehr stark medienpraktische Arbeit mit Kindern im Vor- und Grundschulalter macht. Fortbildungen macht und da sind sozusagen auch meine ersten als Student noch damals sozusagen meine ersten praktischen Erfahrungen entstanden. Aus dieser Aktivität beim Blickwechsel haben sich dann sozusagen auch Forschungsfragen entwickelt. Ein bisschen was davon werde ich Ihnen heute mitteilen. Und ich bin dann sozusagen, habe mich sozusagen über die Forschung dann qualifiziert und bin heute in Gießen an der Justus-Liebig-Universität für zwei Studiengänge zuständig als Studiengangsleiter, nämlich einmal den Studiengang Bildung und Förderung der Kindheit, einen Bachelorstudiengang und einen Masterstudiengang inklusive Pädagogik und Elementarbildung. Ja, vielleicht ein bisschen was zu der Gliederung. Was habe ich eigentlich vor? Ich werde zunächst ein bisschen was sagen zum Thema, was sind eigentlich Medien? Dann werde ich Sie so ein bisschen einführen in eine schillernde Medien, in die schillernden Medienwelten, also wie Kinder sich dort bewegen, wie sie angesprochen werden, was sie damit aber auch machen. Dann werde ich Ihnen ein bisschen was sagen über aktuelle Studien zur quantitativen Mediennutzung von Vorschulkindern, also was nehmen Kinder eigentlich im Fernsehen und in anderen Medien wahr. Aber dann auch beim Punkt 4 dann die Frage, wie verstehen Sie eigentlich gerade das Leitmedium Fernsehen? Und dann werde ich sozusagen zum Schluss etwas sagen zum Thema Medienbildung in Kindertagesstätten. Das alles hat im einführenden Charakter jeden einzelnen Aspekt, den ich Ihnen sozusagen auf dem großen Tablett blumenstraußartig präsentiere, kann man natürlich sehr viel stärker vertiefen. Ja, zunächst zur Frage, was sind eigentlich Medien? Medium ist vom lateinischen Adjektiv medius abgeleitet und bedeutet ursprünglich einfach etwas Mittleres oder Vermittelndes. Wenn wir uns fragen, was, also Vermittlung, das kennen wir ja, Medien vermitteln, aber Medien vermitteln nicht einfach in einer 1:1 Beziehung, sondern Medien haben bestimmte charakteristische Eigenschaften. Eine ganz zentrale Eigenschaft ist, dass sie die Sinne, unsere Sinne erweitern. Darin liegt auch enormes Bildungspotenzial, da werde ich noch darauf zu sprechen kommen. Sie erweitern die Sinne, zum Beispiel die Kamera ermöglicht es, sozusagen in andere Bereiche hineinzugucken, die vielleicht für unser Auge unsichtbar sind, aber natürlich uns auch Dinge zu zeigen, die für uns gar nicht sichtbar wären, weil wir da gar nicht hingucken können. Dann ist es natürlich so, dass Medien immer auch symbolische Botschaften sind. Das ist zentral, weil oft wird mit einer Abbildungsphilosophie gearbeitet. Medien würden uns die Welt sozusagen abbilden. Aber selbst das ist nicht richtig, sondern Medien sind immer ganz starke Verdichtungen von Wirklichkeit. Und durch die Form der Verdichtung im Sinne, also man wählt aus Kameraperspektiven, Schnitt zum Beispiel oder Verlinkung im Internet, wird sozusagen ein bestimmter Gegenstand in einer bestimmten Art und Weise konstruiert.
Diese Konstruktion führt auch dazu, dass Medien eben nicht die Realität zeigen, sondern uns immer bestimmte Formen von Weltbildern zeigen. Und das ist, wie wir gleich noch sehen werden, natürlich auch manchmal ein bisschen problematisch, weil wir natürlich in der Frühpädagogik immer sagen, ja, die Kinder sollen ja erstmal die unmittelbare Erfahrung machen. Und diese Konstruktion, da haben wir sozusagen ein bisschen Schwierigkeiten. Ich möchte Sie ein bisschen sozusagen jetzt mitnehmen und einführen in diese Medienwelten von Kindern und möchte Ihnen dazu zunächst zwei kleine Videos zeigen. Das war der erste kleine Clip. Jetzt kommt der zweite. Ja. Wie sind diese Werbeclips gemacht? Wie sprechen sie Kinder an? Sie sehen, die sind sehr schnell geschnitten, nicht? So wie du, so bist du wie wir, aktimalisiert. Ja? Also ein eingängiger Spruch. Die Länge ist sehr knapp. Es sind natürlich sehr viele bei beiden Clips eigentlich Zeichentrick-Elemente enthalten. Das spricht vor allen Dingen Vor- und Grundschulkinder an. Bei Vor- und Grundschulkindern wissen wir aber auch, dass sie eine besondere Schwierigkeit haben, überhaupt das als Werbung zu erkennen. Das kann man sich vorstellen. Klar, Kinder in den Werbespots sind überwiegend in den Hauptrollen und in der Vorweihnachtszeit verdreifacht sich die Frequenz von einzelnen Spots sogar nochmal, Spots nochmal mehr. Actimel ist, hat den goldenen Windbeutel enthalten oder erhalten und das ist eine Auszeichnung oder eine Karikatur einer Auszeichnung für eben ungesunde Lebensmittel oder für fraglich gesunde Lebensmittel. Hier sieht man auch, der Zuckeranteil ist relativ hoch. Und das führt uns schon sozusagen zu einer Frage, nämlich wie wirken auch solche Spots dann auf Kinder? Und wie wird auch sozusagen das Interesse von Kindern geweckt und wie kommen sie in diese Medienwelten hinein? Die arbeiten bei der Form und der Art der Darstellung von Werbung natürlich auch mit bestimmten Kundenbindungsmechanismen und einer davon ist eben, gib deinen Aktikode ein, nicht? Das haben Sie gesehen, dann geht man auf die Internetseite und kann dann in einer virtuellen Spielwelt sozusagen eintauchen. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen anderen. Vor einigen Jahren war in jedem Überraschungsei neben dem kleinen Gimmick, der da immer drin ist, auch noch ein kleiner Code und den konnte man dann beim Überraschungsei eingeben und kam dann in eine virtuelle Spielwelt. Ich werde sozusagen in diesem Bereich Kinder in Medien- und Konsumwelten Ihnen jetzt so ein paar schlagwortartige Fragen darstellen. Also zum einen Themen, die damit natürlich unmittelbar zusammenhängen, ist die Frage, wie wirken Medien auch im Hinblick auf die Kommerzialisierung von Kindheit? Das lässt sich thematisieren, vor allen Dingen auch mit Blick auf diesen Begriff Merchandising, also die Mehrfachvermarktung von Produkten in unterschiedlichen Bereichen. Actimel können Sie eben kaufen als kleines Fläschchen, Sie können ins Internet gehen, Sie finden noch weitere Produkte. Die Akzeptanz, ob Eltern sagen, ja, das kaufe ich jetzt auch meinetwegen
ein Biene-Maja-Radiergummi oder ein Wiki-Schlafanzug oder was weiß ich, von Pippi Langstrumpf irgendein Merchandising-Produkt. Ja? Das hängt sehr davon ab, wie diese Sendung oder der Inhalt dieser Sendung sozusagen von den Eltern selbst akzeptiert ist. Also bei Pokémon oder so, da sind dann Eltern schon skeptischer, da wird das vielleicht eher nicht gekauft. Aber wenn es sozusagen eine pädagogische, wertvolle Sendung in Anführungsstrichen ist, dann sind auch Eltern eher bereit, auch mal zu sagen, okay, Biene Maja, Zahnputzbecher ist ja auch in Ordnung. So, ja? Also, was uns dann natürlich auch interessiert in diesem Zusammenhang, ist überhaupt dieses Zusammenspiel von einerseits Produkt und Nutzwert des Produktes, dem Symbolwert, denn wir wissen auch, umso älter die Kinder werden, umso stärker statten sie sich aus mit bestimmten symbolischen Gegenständen, die auch in ihrer Peer Group dann sozusagen etwas signalisiert. Dann gibt es die Spielbeigaben, das haben wir vor allen Dingen in dem ersten Clip gesehen, nicht? Da kann man dann aus den Joghurtbechern dann noch ein Zoo basteln, hat man noch ein kleines Spielchen dabei, das kennt man auch, wenn man in bekannte Fastfood-Ketten geht, da kriegt man ja auch immer solches Zeug dazu. Und dann sozusagen der Kontakt noch auch zu der virtuellen Spielwelt spielt dabei auch eine Rolle. Insgesamt fragen sich Eltern, fragen sich Pädagogen, wie ist eigentlich die Wirkungsweise, wie ist die Wahrnehmung solcher Werbespots zum Beispiel? Werden dadurch bestimmt auch Weltbilder verrückt oder stark beeinflusst? Wird da nicht sozusagen dieses Motto hast du was, bist du was, zu stark fokussiert und ideelle Werte werden vielleicht vernachlässigt? Oder wenn sie sich sozusagen mal bewusst, vielleicht heute Abend oder morgen, auf einem privaten Kindersender mal umschauen und gucken sich die Werbung an im Hinblick auf Geschlechtsrollenstereotypen. Wie sieht das eigentlich aus für Mädchen, wie sieht das aus für Jungen? Dann werden Sie feststellen, das sind zwei völlig getrennte Welten. Ja, die Jungen eben actionhaft, schnell geschnitten, gerade jetzt vor Weihnachten, Rennautos und da knallt's und zischt's. Die Welt ist sozusagen groß und muss erobert werden. Und bei den Mädchen sind weiche Überblendungen von der Technik her, keine schnellen Schnitte, einlullende Musik in rosa mit weichen Bewegungen und das Ganze eher in dem Handlungsrahmen, das Haus muss gehütet werden und die Tiere müssen versorgt werden. Ich überspitze das jetzt ein bisschen, aber achten Sie mal drauf. Und da ist natürlich für viele Eltern die Frage, was passiert da eigentlich, auch im Hinblick auf die Beeinflussung von Weltbildern. Das ist sozusagen das Spektrum Kinder in Medien- und Konsumwelten. Und natürlich auch die Frage, wird durch sozusagen die Vielzahl dieser Werbespots auch ein Werbedruck erzeugt, sodass also Kinder diesen Wunsch, was sie gesehen haben im Fernsehen oder im Internet, dann auch in die Familie tragen und dann sagen, ja, das will ich unbedingt haben, das will ich unbedingt haben. Wobei natürlich Eltern darauf irgendwie reagieren müssen. Ein zweiter Bereich, den ich Ihnen vorstellen will, ist Kinder in medialen Spiel- und Lernwelten. Lerntablet Junior für Kinder ab 2 Jahren. Ich lese Ihnen kurz aus dem Werbetext vor. Ich habe jetzt mal den Namen weggelassen, ist das erste interaktive Lerntablet für Kleinkinder mit jeder Menge Ausstattung für erste multimediale Spiel- und Lernerfahrungen. Fotos und Videos machen sowie Musik und Stimmen aufnehmen sind ebenso möglich wie kreatives Gestalten im interaktiven Malbuch. Für Kinder ab 2 Jahren, auch das können wir beobachten, wenn wir uns die Spielwarenangebote anschauen, dass sozusagen eine Medialisierung immer früher stattfindet. Zum Teil finden Sie das auch, wenn Sie Bärchen oder sogar Kuscheltiere mit einem kleinen Bildschirm haben, den Sie dann sozusagen programmieren, in Anführungsstrichen, können. Dann gibt es diese grässlichen Geräusche, die da rauskommen. Und das Ganze wird natürlich immer verkauft von der Konsumindustrie als Lernmechanismus. Es wird auch als Lerntablet bezeichnet. Und natürlich ist die Frage, was können Kinder da lernen? Was wird ihnen da angeboten? Was sind auch die Inhalte?
dass das sehr vielfältig aussieht, habe ich nur mal so zusammengestellt. Sie können jetzt sozusagen durch die bekannten Kataloge gehen. Also das wird sehr stark auch von der Spielwarenindustrie vorangebracht. Und natürlich fragen wir uns Pädagogen auch, wenn Kinder in medialen Spiel- und Lernwelten sind, wie wirken auch die Inhalte auf sie? Rechts oben ein Junge, der ein Pokémon-Spiel spielt, damals noch auf einem klassischen Gameboy. Und da hat man das erste Mal sozusagen richtig feststellen können, wie Kinder in eine mediale Welt auch hineintauchen, ohne dass Erwachsene da noch einen Zugang haben. Denn ich habe mich zu dem Jungen mal dazugesellt, habe mich mit ihm beschäftigt und habe gefragt, ja, was, und dann hat er mir das erklärt, über anderthalb Stunden. Aber ich hatte keine Möglichkeit, sozusagen hineinzukommen, weil ein unheimliches Fachwissen nötig war. Nämlich, es waren 150 Figuren in unterschiedlichsten sozusagen Arealen mit drei jeweils unterschiedlichen Kraftfunktionen, die dann in unterschiedlicher Kombination etwas bewirkt haben. Wenn ich das nicht gewusst habe, und das wusste ich nicht, dann sozusagen konnte ich mit diesem Spiel nichts anfangen. Das heißt, Kinder arbeiten sich sozusagen auch in bestimmte Medienwelten, bestimmte Spielwelten, virtuelle Welten ein, ohne dass wir dazu noch einen Zugriff haben. Und natürlich bei dem klassischen Medium Fernsehen interessiert dann immer wieder auch, wie werden Sie mit zum Beispiel dem Thema Gewalt in den Medien konfrontiert und welche Wirkungen hat das auf Kinder? Wobei das eben, da werde ich noch drauf zu sprechen kommen, nicht immer die brutalen Szenen sein müssen, die Kinder im Vorschulalter zum Beispiel irritiert, sondern auch sozusagen auch bei dem Thema lustige Gewalt, nämlich Gewalt verpackt in sozusagen humorvollen Kontexten. Die Frage ist, wie verstehen Sie da eigentlich das Thema Gewalt? Also das finden wir bei Pippi Langstrumpf genauso wie bei Popeye oder anderen beliebten Kindersendungen, die mit diesem Moment arbeiten, irgendwie lacht man drüber, Fred Feuerstein fällt aus dem 10. Stock ein Klavier auf den Kopf, unheimlich witzig, er ist platt wie eine Briefmarke, andererseits aber auch, wenn man dann drüber nachdenkt, oh, ist ja doch auch ganz schön gewalttätig. Also die Fragen, achso, jetzt habe ich noch ein Beispiel, auch jetzt im Hinblick auf Smartphones und Apps, was ja auch ein Medium ist, was sich in den Familien mehr und mehr verbreitet. Dazu ein Beispiel einer Mutter. Ich habe gestern meinem Sohn, 3 Jahre, die Biene Maya App Flip in Gefahr geladen. Er ist ganz begeistert von den Animationen und den tollen Bildern. Das Spiel ist ganz okay und die Ausmalbilder kommen gut an. Alles in allem eine prima App mit der bekannten und kindgerechten Biene Maya. Nicht? Da haben wir sozusagen dieses, was ich Ihnen eben schon gesagt habe. Und ein Vater empfiehlt, hier ist ein Link zu einer neuen, sehr coolen App. Durch diese App können Kinder, also im Alter von 3 oder älter, allgemeine Wörter in Spanisch, Englisch, Türkisch, Deutsch und so weiter lernen, während sie auch dabei noch Spaß haben. Und wir stellen uns natürlich sozusagen pädagogisch die Frage, medienpädagogisch die Frage, also inwiefern greift diese Form des virtuellen Lernens, der Virtualisierung des Lernens schon bei in der frühen Kindheit sozusagen bei den Kindern auch Interessen auf? Wann zum Beispiel werden Kinder mit Smartphones beschäftigt? In welchen Situationen ist das? Dann natürlich auch die Frage, was können Kinder eigentlich lernen in diesen Zusammenhängen, in diesen sehr kleinen Bildern, was passiert da eigentlich? Darüber wissen wir noch relativ wenig. Dann ähnlich wie bei Computerspielen auch natürlich die Frage nach der Qualität eigentlich der Angebote. Es gibt ja ein so großes Spektrum mittlerweile, dass man eigentlich auch beurteilen muss, ist das jetzt eine gute App, eine akzeptable App, für welches Alter ist die, können die Kinder da überhaupt etwas mit anfangen? Dann natürlich auch aus pädagogischer Sicht, ja, wie ist eigentlich der Nutzen? Kann man so etwas in der Kita nutzen? Kann man Tablets in der Kita nutzen?
Sollte man das nutzen? Aus welchen Gründen? Sollte man es nicht nutzen? Aus welchen Gründen? Also diese Fragen spielen natürlich pädagogisch eine große Rolle. Und dann, wenn man sich entscheidet, ja, wir machen ein Computerprojekt, zum Beispiel in Kindertagesstätten, wie kann ich das Lernen eigentlich begleiten? Wäre eine interessante Frage. Ja, und der nächste Bereich, Kinder in medialen Identifikations- und Erlebniswelten. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht von einem 9-jährigen Jungen. In einem internationalen Forschungsprojekt haben wir nach Medienspuren gesucht. Was das bedeutet, werde ich Ihnen gleich noch ein bisschen erläutern. Medienspuren sind sozusagen geäußerte mediale Verweise, die aber in der Realität sozusagen stattfinden, die in die Realität integriert werden. Das können in Zeichnungen, können Kinder Medienspuren hinterlassen. Manchmal sind die eindeutig erkennbar, ja. Manchmal sind sie aber auch eher verschlüsselt und man muss mit den Kindern intensiver sozusagen arbeiten, sprechen. Und das war ein internationales Forschungsprojekt, wo wir uns genau mit der Frage Fantasie und Medien beschäftigt haben und auch zu gucken, wie kommen eigentlich Medien in bestimmte Spielzeichnungsbereiche hinein. Und hier ein Junge aus Israel, der gesagt hat, ich bin der Herrscher. Der Junge heißt Oma, ist 9 Jahre alt. Und auch in diesem Bild, nicht sofort erkennbar, sind eine Reihe von Medienspuren, die diese Form der Identifikation mit bestimmten Medienfiguren verdeutlichen. Da ist zum einen das, und das erklärt uns natürlich der Junge alles sehr genau, Spider-Man mit diesem Kettenhemd. Da ist enthalten Superman mit dem roten Umhang. Da ist enthalten Pokémon mit dem Kraftgürtel. Auch vorhanden Star Wars Episode 1, das blaue Lichtschwert und dann von Batman die sozusagen Batman-Ohren. Der Junge hat sich also einen Mega-Helden geschaffen. Ich glaube, das können Sie jetzt sozusagen nachvollziehen. Kinder gehen also mit Medien auch in gewisser Weise kreativ um, indem sie sich die Dinge herausnehmen, die sie gerade für ihre Entwicklung brauchen. Und das werde ich Ihnen gleich nochmal an einem anderen Beispiel eindringlich verdeutlichen. Und diese Dinge, die Sie sozusagen in den Medien erleben, die verarbeiten Sie auch und zeigen das im Alltag. Ich bin irgendwann mal in eine Kita gerufen worden, Herr Neuss, kommen Sie doch mal, bei uns passieren so seltsame Dinge. Und da habe ich dann gesagt, ja gut, dann komme ich mal, gucke mir das mal an. Und ich fand da überhaupt nichts seltsam. Das ist jetzt ein Foto von diesen seltsamen Dingen. Dann irgendwann fingen die Kinder an und erzählten, und ich will Ihnen das Gespräch jetzt mal kurz vorlesen. Mike fragt, was siehst du? Lena, Bruder Esel. Wen? Jetzt kommt gerade Werbung, sagt Lena, Onkel Dittmeier. Benny, bei mir läuft was anderes. Was denn? Knight Rider mit Kit, dem Auto, das alles kann. Ich gucke lieber Pocahontas, das haben wir auf Video. Benny amüsiert sich, hihihi, eine Mädchensendung. Silvi, die ist so schön und hat ganz lange schwarze Haare. Und jetzt kommt Till ins Gespräch, ich habe mal Notruf gesehen. Benny, das habe ich auch schon mal gesehen, da ist ein Kind was passiert, so mit einem Garagentor voll auf das drauf. Und dann, jetzt fragt Mike, und dann? Und dann sagt Benny, und dann kam die Mutter und dann kam der Krankenwagen angedüst und hat das Kind gerettet. Ja, was spielt sich da ab? Ja, Kinder klappen früh morgens ihre Tupperdosen auf, ihre viereckigen Tupperdosen und fantasieren sozusagen in diese Tupperdosen hinein. Dabei sind sie nicht pädagogisch angeleitet worden nach dem Motto, so jetzt bringt mal alle eure Tupperdosen mit und dann wollen wir da mal irgendwas sehen. Nein, nein, Kinder haben diese eigene Form der Verarbeitung für sich selbst gefunden. Ja, also sie verarbeiten ihre Medienerlebnisse selbstständig.
Das führt gelegentlich, wenn es vor allen Dingen um eine besondere Figur geht, Pokémon oder Turtles oder was auch immer, natürlich gelegentlich auch zu Irritationen bei Frühpädagogen oder Erzieherinnen, die sagen, oh, jetzt schon wieder diese Figur, die bringt uns die ganze Gruppe durcheinander oder so etwas. Aber entscheidend ist, dass die Kinder hier sozusagen zeigen, sie haben erstens eine originelle Idee, sie verarbeiten ihre Medienerlebnisse in einer ganz bestimmten Art und Weise, so wie vielleicht andere in der Kantine über den letzten Tatort sprechen, ja, also nicht die Kinder, sondern Erwachsene vielleicht. Und dann ist natürlich auch die Frage, Kinder erzählen relativ viel von Dingen, wo man nicht genau weiß, hat das Kind jetzt wirklich Bruder Esel gesehen, eine Krimiserie, die mal 8:45 abends lief, oder ist das sozusagen sowas wie Name-Dropping, man erwähnt das mal, ja, weil man das vielleicht bei den Eltern morgens aufgeschnappt hat, aber man weiß eigentlich nicht genau, hat das Kind das tatsächlich gesehen. Das aber zum Beispiel der Benny sagt, das habe ich auch schon mal gesehen im Hinblick auf Notruf. Da ist ein Kind was passiert, so mit einem Garagentor voll auf das drauf. Das ist eben nicht nur sozusagen einmal irgendein Name erwähnt, sondern das deutet darauf hin, dass dieses Kind das tatsächlich eben gesehen hat und auch einen gewissen Redebedarf hat. Im Hinblick auf mediale Identifikations- und Erlebniswelten von Kindern stellen wir uns mehrere medienpädagogische Fragen. Natürlich die Wirkung von medialen Vorbildern spielt eine große Rolle. Das wird immer wieder auch thematisiert, gerade wenn es um das Thema Körperinszenierung geht. Ja, wie wirken eigentlich denn auf ältere Kinder, zum Beispiel Germany's Next Topmodel, ja, werden da bestimmte körperliche Bilder produziert, die immer wieder angesehen werden, die dann dazu führen, dass auch junge Mädchen zum Beispiel sich bei Normalgewicht zu dick fühlen. Ja? Also das ist sozusagen eine Frage. Ja, hier ist so ein Bild von einem 11-jährigen Mädchen, was sozusagen auch Topmodel sieht, und wir können nicht davon ausgehen, dass das keine Wirkung erzielt. Aber welche, das ist eben relativ schwer zu fassen. Dann natürlich auch die Frage, ist diese Identifikation, ist das eigentlich entwicklungsfördernd oder eher eine Einschränkung? Das ist sowieso natürlich die Frage, grundsätzlich Sozialisation mit Medien, ist das, wo findet das sozusagen auch eine gewisse Förderung bei den Kindern, wo können sie etwas lernen, wo bringt sie das auch voran und wo müsste man oder muss man auch sagen, nein, da ist es schwierig, da müssen Eltern und auch Pädagogen dementsprechend auch einwirken. Kinder in familiären Medienwelten. Ich wünsche mir sehr dolle oder sogar am allerdollsten ein Nintendo. Am allerdollsten. Das ist ein kleiner Wunschzettel, der irgendwo in irgendeiner Familie mal unter dem, sozusagen unter der Tür der Eltern durchgeschoben wurde. Und das Kind sozusagen vermittelt, ja, was interessiert mich am meisten? Und Sie können sich natürlich vorstellen, dass die Eltern erstmal sagen, oh ja, das ist also ein starker Wunsch des Kindes. Erfüllen wir jetzt dem Kind diesen Wunsch, pädagogisch eine Herausforderung, weil man ja sich vorstellen kann, dass beim nächsten Mal der Tür öffnen steht dann unten drunter, ich wünsche mir eine Xbox, ich wünsche mir ein PlayStation, ich wünsche mir und so weiter. Und Eltern, die sozusagen für medienpädagogische Fragen sensibilisiert sind, die fragen sich natürlich, soll man jetzt so einen Wunsch erfüllen? Ja. Und ob die Eltern das gemacht haben oder nicht, das werde ich Ihnen vielleicht dann zum Ende eher verraten. Medienerziehung in der Familie ist sehr stark abhängig von den vermuteten oder angenommenen Einflüssen der Medien. Wenn ich also meine, dass Medien eben auf die Entwicklung und Sozialisation von Kindern einen sehr stark negativen Einfluss habe, dann werde ich auch mein pädagogisches Handeln da stark dran ausrichten. Die Bewertung, ob ich glaube, dass das negative oder positive Einflüsse hat, hängt sehr, sehr stark
von der Medienaffinität der Eltern selbst zusammen. Also die Medien, die Eltern selbst sehr intensiv nutzen, die stellen sie in der Regel auch ihren Kindern zur Verfügung. Das lässt sich an allen Nutzungszahlen eben auch zeigen. Und man kann auch sagen, dass je geringer der Bildungsstand der Eltern ist, umso unkritischer wird mit Medien und Mediennutzung umgegangen. Dass auch sozusagen, wenn die Kinder älter werden, also nicht nur in der frühen Kindheit, sondern auch wenn sie dann in die mittlere und in die späte Kindheit kommen und dann Preteens und Teens werden, sozusagen eine familiäre Aufgabe ist, zeigt sich an zum Beispiel dieser Grafik einer Studie von 2011. 750 Eltern mit Kindern zwischen 3 und 17 Jahren wurden befragt. Und ich will Ihnen nur sozusagen die rechte Grafik zeigen. Da sind alle Medien sozusagen zusammengefasst. Man hat die Eltern danach gefragt, die sich im Hinblick auf die Medien Sorgen machen. Und man sieht also, umso älter die Kinder werden, umso größer machen oder umso mehr machen sich Eltern auch Sorgen im Hinblick auf ihre Kinder. Und das lässt sich natürlich auch erklären mit einerseits der Selbstständigkeit, die Kinder entfalten. Kinder haben zum Teil in der Grundschule eben schon ein Handy oder ein Smartphone. Und das führt natürlich auch dazu, dass sie dann sozusagen über die Inhalte, die Kinder dann auch auf diesen Geräten sich angucken, weniger Einfluss haben als Eltern. Auch das will ich wieder ganz knapp zusammenfassen. Medienpädagogische Fragen im Hinblick auf die Kinder in familiären Medienwelten. Umgang mit Medien in der Familie findet statt. Ich hatte eben schon gesagt, dass es einen sehr engen Zusammenhang gibt zwischen den Mediennutzungsgewohnheiten, Mediennutzungsmustern und Mediennutzungsritualen innerhalb der Familie und dem, was Kinder dann selbst sozusagen kennenlernen. Das bezieht sich sowohl auf die Qualität als auch auf die Quantität. Also umso länger Eltern Fernsehen, unkontrolliert Fernsehen, umso länger gucken auch Kinder unkontrolliert Fernsehen. Einen großen Einfluss nimmt auch Medienberichterstattung. Ich habe hier mal so ein paar Artikel zusammenkollagiert, wie über Medien öffentlich berichtet wird. Das findet auch in der Öffentlichkeit nach dem ganz einfachen Medienberichterstattungsmuster statt: die schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht. Ich habe oft Kontakt mit Journalisten und die wollen dann nichts darüber hören, wie Kinder Medien produktiv verarbeiten und wollen auch nichts über produktive Medienarbeit in Kindertagesstätten wissen, sondern sie fragen sehr oft danach, ja, wie viele Morde sehen denn jetzt Kinder eigentlich so in der Woche? So, ja, das ist sozusagen die Denkweise, wie über Medien berichtet wird und natürlich sehr populär wissenschaftlich orientierte Medien greifen dann wiederum auch Bücher, wie sie von Herrn Spitzer zum Beispiel geschrieben wurden, eben natürlich gerne auf und verbreiten dies und dadurch erlangt eine Publikation auf diese Weise auch eine besondere Aufmerksamkeit. Diese Medienpräsenz erlangen medienpädagogische Positionen, die etwas ausgewogener sind, eben in der Regel nicht. Und wie wir alle wissen, sind viele dieser Fragen, die ich Ihnen jetzt sozusagen schon auf dem Teller präsentiert habe, nicht so ganz einfach zu beantworten. Für Eltern stellt sich aber natürlich die Frage, auf der einen Seite finden wir eine Bagatellisierung im Sinne von, ja, ist alles nicht so schlimm und wir leben halt in einer Medienwelt und so Sprüche. Und auf der anderen Seite eine völlige Dramatisierung, die sozusagen alles Schlechte, den Kulturverfall auf Medieneinflüsse zurückverfolgen oder zurückgeben. Und es geht eben darum, eigentlich sozusagen eine verantwortungsvolle medienpädagogische Position zu entwickeln, die zwischen den Chancen und den Gefahren sorgfältig abwägt. Also umso stärker die Befürchtungen sind und umso stärker diese Befürchtungen auch geschürt werden, umso ängstlicher und natürlich auch zurückhaltender sind Eltern, einen konstruktiven medienpädagogischen Umgang in der Familie zu entwickeln. Deswegen ist es
auch für die Medienpädagogik eine besondere Frage: Wie organisiert man eigentlich Elternbildung und Elternberatung, auch im Hinblick auf die Frage Medienumgang, Mediennutzung, Verständnis von Medien, so dass sie also ein gutes Fundament für ihre eigene Medienerziehung haben. Und kleines Zwischenfazit sozusagen, viele Pädagogen träumen immer noch vom medienfreien Paradies, während die Kinder bereits in Medienwelten leben. Also das medienfreie Paradies mal so symbolisiert durch dieses Baumhaus in der Natur sein, in der Gruppe sein und sozusagen eine Idealvorstellung, die Pädagogen manchmal konstruieren und manchmal auch als Gegenwelt zu einer Mediennutzung konstruieren. Diese einseitige Konstruktion von Kindheitsbildern, nämlich Kindheit ohne Medien, ist, werde ich auch gleich weiterhin noch zeigen, völlig obsolet. Es geht vielmehr darum zu gucken, was benötigen Kinder. Es ist völlig klar, Kinder benötigen gute Beziehungen zu anderen Kindern, zu ihren Eltern, zu anderen Bezugspersonen. Sie brauchen viel Bewegung, sie brauchen gute Ernährung, sie brauchen guten Kontakt untereinander, sie brauchen Erfahrungs- und Handlungsmöglichkeiten. Aber, das steht schon in der UN-Kinderrechtskonvention, sie brauchen auch Informationsmaterial, Medien, mit denen sie sich informieren können. Und ich würde diese Diskussion um das Thema Medienpädagogik gern nicht so sehr in dieser Position diskutieren, entweder oder, sondern sowohl als auch. Und dann kommt man eigentlich auch weiter und kommt weg von so ganz einfachen, polaren Positionen, die eigentlich nicht viel weiterhelfen. Deswegen ist es auch wichtig, dass sowohl die pädagogischen Fachkräfte als auch die Eltern, die mit Kindern arbeiten, Medienkompetenz entwickeln. Das ist sozusagen der zentrale Kernbegriff der Medienpädagogik geworden, der von unterschiedlichen Positionen, Dieter Barke, Bernd Schorb und anderen, Stefan Auffenlanger, definiert wurden. Und ich will Ihnen mal eine Definition von Dieter Barke vorlesen. Er sagt: Aufgabe der Medienpädagogik ist es anzugeben, an welchen Stellen in der Interaktion von Medien und Menschen erziehend und bildend, lehrend und beratend, orientierend und informierend einzugreifen sei. Es geht also immer um dieses Interaktionsverhältnis von Menschen mit Medien oder von Kindern mit Medien und wie sich das sozusagen ganz konkret heute in dieser Gesellschaft ausgestaltet. Da möchte ich Ihnen ein paar Zahlen nennen. Also die Frage, wie viel nutzen Kinder eigentlich quantitativ? Wenn wir uns angucken, Gerätebesitz der Kinder, das ist die Mini-Kim-Studie vom Medienpädagogischen Forschungsverband Südwest. Da können wir feststellen, dass Kinder sozusagen in der sehr frühen Kindheit, nämlich im Alter zwischen 2 und 5 Jahren, sehr gut ausgestattet sind mit Kassettenrekorder, CD-Player, Radio, also das sind eigene Mediengeräte, die sie in ihrem eigenen Zimmer haben, das sind nicht die Haushaltsgeräte, da sind wir eigentlich fast überall bei 100%. Und man kann auch schon erkennen, es gibt Tendenzen, Kinder sozusagen eigene Fernsehgeräte zum Beispiel oder auch Spielkonsolen im Kinderzimmer zur Verfügung zu stellen. Guckt man sich an, was Kinder sozusagen an Freizeitaktivitäten präferieren, natürlich sind das die Antworten der Eltern. Da ist ganz, ganz weit oben drinnen spielen, dann kommt draußen spielen, dann kommen Bücher anschauen und vorlesen. Und dann kommt aber auch schon das Fernsehen an fünfter Stelle. Davor ist noch das Thema Zeichnen, Malen und Basteln. Sieht und Freunde treffen kommt dann danach. Man sieht aber, dass sozusagen auch schon in den häufigsten Freizeitaktivitäten so Dinge wie Bücher anschauen und Fernsehen eine große Rolle spielt. Und wie sich das sozusagen zwischen dem 2. und dem 5. Lebensjahr entwickelt, ist besonders interessant, weil man nämlich sehen kann, bei den 2- bis 3-Jährigen sind Bücher noch bei 62% relevant. Das sackt dann bei
den 4- bis 5-Jährigen sehr stark ab, um mehr als die Hälfte auf 26%, während der gleiche Trend im Hinblick aufs Fernsehen umgekehrt vonstatten geht, nämlich bei den 4- bis 5-Jährigen haben wir jetzt 54% sozusagen Medien- oder Fernsehnutzung und vorher bei den 2- bis 3-Jährigen hatten wir eben nur 22%. Also man kann, wenn man es vereinfacht sagt, sagen, dass Fernsehen löst sozusagen das, die Aktivität mit dem Buch mehr und mehr ab. Ja, wenn Sie jetzt raten sollten, wie viel gucken eigentlich Kinder so im Vorschulalter täglich an Minuten oder Stunden, was würden Sie so schätzen? Schätzen Sie mal. Zwei Stunden oder zwei Stunden? Sie verdoppeln auf vier, okay. Vier Stunden meinen Sie? Andere Positionen? 2, 4, 3, ja? 6 Stunden, Donnerwetter. Ja, das ist schön, dass Sie da mal so ins sozusagen ins Faule gegriffen haben, könnte man sagen. Denn Kinder gucken in dem Alter von 3 bis 5 Jahren, und das können Sie relativ stabil sehen, von 1995 sind das Zahlen, und Sie müssen sozusagen die Zahl über dem roten Strich sich angucken, zwischen 3 und 5 Jahren im Durchschnitt 75 Minuten, 1 Stunde und 15 heißt das. Jetzt müssen Sie natürlich einberechnen, das sind Durchschnittswerte, Fernsehdurchschnittswerte für Kinder, zwar für jedes Kind umgerechnet in Deutschland. Also wenn 2 oder 3 Kinder weniger gucken, guckt dafür ein sozusagen anderes Kind natürlich viel mehr. In diesen Zahlen versteckt sind sozusagen die Vielseher, ja, also die länger gucken. Aber es ist auch ein Phänomen, das sich eigentlich immer wieder feststellen lässt, dass nämlich Pädagogen oder auch Eltern sozusagen die Zahlen völlig überschätzen, was natürlich auch wieder zu einer Einstellung führt, Medien sind eben sowieso schon im Alltag so stark vorhanden. Und wir reden jetzt eben über das Leitmedium Fernsehen, was bei Vorschulkindern nach wie vor neben den Kassetten und den Büchern eben eine große Rolle spielt. Sie sehen dann, das steigt, wenn Sie sich diesen kleinen Kasten anschauen, steigt dann bei den 6- bis 9-Jährigen auf 87 Minuten an, also 1,5 Stunden, und bei den 10- bis 13-Jährigen dann auf 109, also knapp 2 Stunden. Das kann man natürlich trotzdem kritisch kommentieren. Auch wenn Sie sagen, wir haben uns vielleicht ein bisschen verschätzt, kann man sagen, bei den 3- bis 5-Jährigen finden Sie eigentlich in allen medienpädagogischen Broschüren die Empfehlung, Kinder sollten ungefähr bis 30 Minuten in dem Vorschulalter nicht mehr als 30 Minuten schauen. Und Sie können sich natürlich klar machen, dass mit 75 Minuten sind Sie deutlich, deutlich, deutlich über diesen Wert hinaus. Gucken wir uns an, wie sich sozusagen die Fernsehnutzung verändert, wenn Kinder einen eigenen Fernseher im Zimmer haben. Es gibt unterschiedliche Statistiken dazu, wie viele Kinder einen eigenen Fernseher im Zimmer haben. Die schwanken zwischen 5 und 15%. Aber was man feststellen kann, ist, wenn Kinder einen eigenen Fernseher im Zimmer haben, dann steigt diese Nutzung, die Sehdauer pro Tag insgesamt an von 79 auf 111 Minuten. Und bei den 3 bis 5-Jährigen sogar von 67 auf 118 Minuten. Das heißt, verdoppelt sich eigentlich die Zahl dessen, was Kinder sozusagen im Fernsehen sehen. Es sind 3 negative Konsequenzen oder 3 Konsequenzen damit verbunden. Die Kinder sehen insgesamt länger Fernsehen, wenn sie einen eigenen Fernseher haben. Sie gucken unkontrollierter Fernsehen und sie gucken zu späteren Zeiten. Und vielleicht noch eine kleine Grafik und dann wird es auch wieder etwas vielleicht lebendiger und nicht so statistisch. Wenn man danach fragt, wie gucken Kinder sozusagen in der Familie Fernsehen, dann
wird ja auch relativ häufig in den medienpädagogischen Ratgebern gesagt, ja, sie sollen eigentlich beim Fernsehen gucken zum Beispiel begleitet werden. Sie sollen, die Eltern sollen möglichst mit den Kindern Fernsehen gucken. Und da habe ich mal eine Studie, die zeigt, dass Kinder, wenn man jetzt ganz grob sagt, ein Drittel allein regelmäßig Fernsehen gucken, ein Drittel ungefähr, das ist nicht ein Drittel, aber so ganz grob, 23% mit anderen Kindern, das sind dann in der Regel natürlich die Geschwister, und dann ungefähr ein Drittel mit Eltern und Erwachsenen. Auch da können wir feststellen, dass diese Forderung, Kinder sollten eigentlich möglichst begleitet werden bei ihren ersten Medienerfahrungen mit dem Fernsehen, nicht so stattfindet, wie das langläufig eben gefordert wird. Jetzt möchte ich ein bisschen Ihnen sozusagen eine kleine Einführung geben da rein, wie das Medienverständnis eigentlich von Vorschulkindern ist. Dazu habe ich selbst eine eigene Studie mal gemacht, habe dazu meine Doktorarbeit geschrieben, habe das erhoben mit Kinderzeichnungen und Gesprächen zu den Kinderzeichnungen und will Ihnen da jetzt mal so eine Zeichnung zeigen. Das ist eine Zeichnung von einem 5-jährigen Kind, und diese Zeichnung bezieht sich auf ein Medienerlebnis, auf ein Fernseherlebnis. Und jetzt dürfen Sie als Fachmänner und Frauen mal Ihre Fantasie anschmeißen und sagen, ja, was könnte das vielleicht für eine, was könnte das vielleicht für eine Sendung sein? Was würden Sie sagen? Haben Sie eine Idee? Bitte? Okay. Ich kenne das gar nicht, ehrlich gesagt. Das Schlossgespenst im Angebot. Ach so, das Schlossgespenst, okay. Was noch? Was können Sie noch? Was, wo hätten Sie sagen, ja? Hat noch jemand eine Idee? Das Schlossgespenst? Okay. Man kann es auch sozusagen der Zeichnung nicht sofort ansehen. Ich will Ihnen das ganz kurz erläutern, bevor ich dann sozusagen in die Details gehe. Dieses Kind hat Wir Kinder vom Süderhof geguckt. Eine Familiensendung, die sonntagmorgens lief. Und ich will Ihnen ganz kurz erläutern, was erzählt das Kind eigentlich? Also, kannst du mir mal erklären, was hier zu sehen ist? Was war das für ein Film? Das war ein Gruselfilm. Kannst du mir das mal erzählen, was da passiert ist in dem Gruselfilm? Sagt jetzt der Interviewer. Da bin ich in der Nacht im Schlafanzug auf den Friedhof gerannt. Du bist in der Nacht auf den Friedhof gerannt? Ja, und da wollte ich echte Geister sehen. Und dann kam da ein Geist und dann bin ich begeistert geworden. Das fand ich dann nicht so schön. Und das ist jetzt was, was du aus dem Fernsehen gemalt hast? Ja. Und wann kam das? Um wie viel Uhr? Früh oder spät? Früh. Als derjenige, der das interpretiert hat, war ich natürlich stark irritiert. Gruselfilm und dann morgens früh. Ich habe dann sozusagen Kontakt mit den Eltern aufgenommen und die konnten mir das dann sehr schnell erklären. Das ist eben Süderhof. Wir Kinder vom Süderhof. Eine Szene, wo in der Schule den Kindern erzählt wird, heute Abend ist Mondfinsternis. Und die Kinder sagen dann zu Hause heimlich, wir gucken uns das an. Und dann schleichen sie nachts davon, also diese Kinder vom Süderhof, und kommen dann in der Dunkelheit an einem Friedhof vorbei. Und dann sagt der Junge, oh, wir machen eine Mutprobe. Und da sind ja sozusagen Kinder unterschiedlichen Alters dabei. Und dann gehen die auf den Friedhof, dann passiert etwas Unheimliches, sie hauen dann ab, haben Angst und gucken sich dann sozusagen diese Mondfinsternis an. Diese kleine Szene hat der Junge sozusagen aufgenommen und gemalt, und dabei sind sozusagen diese Medienwahrnehmungsfähigkeiten von Vorschulkindern an diesem Beispiel besonders schön zu erkennen, weil man zum einen nicht erkennt, er erzählt aus der Ich-Perspektive. Da bin ich in der Nacht auf den Friedhof gerannt. Das ist ja irre. Ja? Und er zeichnet sich, wenn wir jetzt auf das Bild schauen, er zeichnet sich selbst
einmal in der Position in dem blauen Fernsehrahmen rechts ein und zeichnet daneben den Geist. Sagt, denn oben ist die Federmaus, das hat er vielleicht nicht ganz richtig verstanden. Ja, also jedenfalls dieses Unheimliche, was dann da auf dem Friedhof passiert. Und gleichzeitig zeichnet er sich aber auch in die Position des Rezipienten, also desjenigen, der dabei zuschaut. Er ist also zweimal in seiner Zeichnung enthalten. Und dieses Ich bin in der Nacht auf den Friedhof gerannt, ist ein ganz typisches Anzeichen eben für diese egozentristische Wahrnehmungsweise, die Vorschulkinder noch haben. Sie sind sehr distanzlos, sie nehmen sehr intensiv sozusagen alles wahr. Deswegen werden sie natürlich auch von Werbung sehr intensiv und distanzlos auch angesprochen. Und diese Filme werden eben viel stärker erlebt als einfach nur gesehen. Sie sind sozusagen mit in der Handlung drin und ich denke, das kann man hier auch ganz schön erkennen. Wenn man Kinder dann fragt, ja, wie werden denn, was hast du denn gesehen, dann kommt sozusagen, ja, und dann war das und dann war das und dann war das. Das heißt, sie haben eine, wenn man sagen würde, und Summenauffassung. Das heißt, sie fangen mit dem Wichtigsten an und dann fällt ihnen das ein und das und das und das und am Ende kommt das Unwichtigste. Der logische Handlungsfaden, der rote Faden, fehlt noch vielfach. Dann ist es ganz oft so, dass Details wahrgenommen werden. Vielleicht auch unwichtige, für uns aus unserer Sicht, unwichtige Dinge. Kinder nehmen diese Fernsehsendung, überhaupt Medien, aufgrund ihrer eigenen entwicklungsbedingten Wahrnehmungsfähigkeiten wahr. Und die sind eben sehr, sehr unterschiedlich. Oder unterschiedlich zu unseren Wahrnehmungsmöglichkeiten. Und was ganz oft passiert, dass sie das, was sie sehen, was sie gesehen haben, einen Bezug zur eigenen Erfahrungswelt hat. Wenn man fragt, wovon hängt eigentlich jetzt so eine Medienwirkung ab, eine Wirkung auf das Kind, dann kann man sozusagen drei Aspekte nennen, nämlich einmal natürlich vom Inhalt selbst, ist völlig klar. Dabei spielt gerade bei Erwachsenen, aber auch bei Kindern die wahrgenommene Realitätsentsprechung eine ganz große Rolle. Sie kennen das vielleicht selbst, wenn Sie mal sich erinnern, vielleicht an XY-Aktenzeichen oder solche Filmeindrücke, ja, sie können sich kognitiv klar machen, ja, das ist ja alles nur gestellt. Es ist auch rein zufällig, dass das heute Abend kommt. Das können sich alles klar machen, aber wenn sie jetzt irgendwie vielleicht davon berührt worden sind, dann sagen sie, ach, den Müll, den muss ich heute Abend doch nicht mehr runterbringen, nicht? Den lasse ich doch mal, was mache ich denn morgen? Weil sie dann doch irgendwie sagen, na, das ist mir doch zu heikel. Ja, könnte ja doch irgendwas passieren. Wahrgenommene Realitätsentsprechung. Natürlich von der Persönlichkeit des Zuschauers hängt das auch ab, vom Alter, vom Entwicklungsstand, vom familiären Status und aber auch oftmals übersehen, auch von Eltern oftmals übersehen, ist dann eben die situative Bedingung während der Medienrezeption. Ich habe Eltern schon gehabt, die haben mir erzählt, ja, ich habe meinem Kind ja zum Geburtstag ein Kinoerlebnis, zum 6. Geburtstag ein Kinoerlebnis geschenkt. Dschungelbuch. Und dann ist das Kind plötzlich nach 15 Minuten heulend rausgelaufen. Ja? Weil eben unterschätzt wird, dieses Kinoerlebnis auf einer großen Leinwand heute meistens mit sehr starker akustischer sozusagen Umhüllung, dass das für Kinder im Vorschulalter manchmal noch eine Überforderung darstellt. Also die situativen Bedingungen während der Mediennutzung spielen auch eine große Rolle. Und das heißt auch, es ist eben ein Unterschied, ob ich weiß, die Eltern sind sozusagen im Nachbarzimmer oder ob ich weiß, die Eltern sind gar nicht da und ich gucke heimlich einen Film. Ja, das ist ein großer Unterschied im Hinblick auf die Rezeption. Dass Kinder, das hatte ich eben gesagt, gerade im Vorschulalter sehr intensiv, distanzlos, erlebnisbezogen in diese Medienwelten hineingehen, Fernsehwelten hineingehen, will ich Ihnen noch an einem anderen Beispiel erläutern. Das ist eine Zeichnung von einem Jungen zum Thema, was mir beim Fernsehen überhaupt nicht gefallen hat, was mir sogar ein bisschen Angst gemacht hat. Ja, und das Kind sagt, und das ist Sieg über Cäsar von also Asterix und Obelix. Ich weiß nicht, ob Sie die Sequenz kennen. Es ist jedenfalls ein Film, also Trickfilm, wo
Obelix sich ja verliebt und sozusagen in diese klassische Männerfreundschaft, Asterix und Obelix, tritt jetzt plötzlich diese Falbana oder Falballa, ja, und sprengt sozusagen sämtlichen Handlungsrahmen. Also der dicke Obelix geht plötzlich los und pflückt Veilchen. Er kann nicht mehr schlafen. Er tut so, als würde er Wildschweine tragen, aber er hat gar keine. Also es ist völlig, er ist völlig sozusagen aus dem, er läuft völlig aus dem Ruder. Und der Junge, den ich dazu befrage, der sagt, oh, das hat mir aber gar nicht gefallen, sagt jetzt, ich mag nicht verliebt so sein. Jetzt fragt der Interviewer, du magst nicht verliebt sein? Ich bleib Junggeselle. Warum hast du vor dem Verlieben Angst? Fragt der Interviewer, weil ich da Angst habe zu küssen. Und das ist eine ganz kleine Passage, die aber unheimlich viel enthält. Wird nämlich deutlich, dass einmal das Kind sich damit schon länger beschäftigen muss. Das erkennt man daran, dass er so Begriffe benutzt wie ich bleib Junggeselle. Das fällt einem sechsjährigen Kind ja nicht einfach mal so ein. Ja? Da hat also schon irgendwas im Vorfeld stattgefunden, was diskutiert wurde. Vielleicht mit den Eltern oder wem auch immer. Und dann sagt er, ja, ich habe Angst zu küssen. Und das ist ganz was deutlich ist, es kommt, die Kinder realisieren immer wieder, es kommen immer neue Dinge auf mich zu, oh Gott, mit Freundinnen und was da alles auf einen zukommt, ja, und das schiebt er von sich, und zwar in der Relation mit der Wahrnehmung von Asterix und Obelix. Und das ist ein, sozusagen in der Medienpädagogik, vor allen Dingen durch die rezipientenorientierte Forschung zutage gebrachtes Ergebnis, nämlich dass Medien besonders dann eine Wirkung oder auch eine Kraft entfalten, wenn sie einen individuellen Sinn zu der Bedeutung der eigenen Themen bekommen. Ja, das Thema des Jungen war vorher schon da und ist jetzt sozusagen durch Asterix und Obelix sozusagen nochmal gespiegelt worden. Und Kinder drücken eben, wenn sie Medien, mit Medien etwas ausdrücken, ganz oft genau diese, wir würden sagen, handlungsleitenden oder auch entwicklungsbedingten Themen arbeiten sie durch. Ich hatte vorhin ganz am Anfang gesagt, Medien sind symbolische Verdichtungen. Und dafür möchte ich Ihnen noch drei Beispiele zeigen. Ja, das ist aus König der Löwen. Übrigens auch ein Film, der für viele Kinder sozusagen eine emotionale Herausforderung, wenn nicht zum Teil Überforderung war. Vielleicht haben Sie selbst sogar auch noch Erinnerungen daran. Nämlich die sozusagen Struktur des Films ist ja so, dass nach 20 Minuten der eigentliche Star, nämlich der König der Löwen, der Vater, stirbt. Und zwar nicht nur so stirbt, sondern er wird ja sozusagen die Klippe heruntergestürzt von seinem Stiefbruder. Und der Stiefbruder redet dann dem kleinen Löwen, nämlich Simba, ein, du bist daran schuld. Ja. Diese Thematik finden Sie in solchen, also das Verhältnis von groß und klein, in die Fußstapfen des anderen hineintreten. Oder in der Fremde, denn hier unten, der Simba, der in sich in seinem eigenen Spiegelbild sieht. Ja, und das Spiegelbild, das wissen wir seit Jacques Lacan, ist sozusagen genau dieses sozusagen Identitätsfragezeichen, in das ich schaue, bin ich eigentlich noch der, den mir mein Vater hat aufgetragen zu sein. Und das sind alles sozusagen bildliche Symbole, bildliche Verdichtungen, die wir in Medien finden. Und Kinder nutzen diese Filme, diese Geschichten auch, um ihre eigenen entwicklungsbedingten Themen sozusagen zu bearbeiten und äußern das dann wieder in solchen kleinen Szenen, die ich Sie gezeigt habe, in Spielen, in Gesprächen, in Zeichnungen und vielem anderen mehr. Solche Themen, die Kinder aktiv bearbeiten, sind Kleinsein und Großwerden, Gerechtigkeit und Moral, Alleinsein und Trennung. Das Thema Alleinsein und Trennung ist ein ganz großes Thema für Vorschulkinder, weil sie selbst auch zunehmend mit Trennungen und dem Alleinsein konfrontiert werden. Ja, Katastrophe, als Clara sozusagen von Heidi aus den Bergen wieder verabschiedet werden muss. Drama, ja. Oder Trennung,
ja, der Vater bei König der Löwen stirbt. Oder natürlich das Thema Geschlechtlichkeit, Junge sein, Mädchen sein, was gehört dazu? Manchmal natürlich auch sehr überspitzte und auch fast karikaturhafte Überzeichnungen in den Action-Cartoons für Kinder. Auch das Thema Tod und Sterben beschäftigt Kinder schon sehr früh. Das kann durch Medien sozusagen angeregt oder aktualisiert werden. Es findet aber auch bei Kindern regelmäßig im Alltag statt. Ein Haustier stirbt oder man geht auf der Straße entlang im Frühjahr und findet einen aus dem Nest gefallenen Vogel, der schon ein bisschen trocken ist. Also all dann, das kennen Sie ja, also dann kommen solche Fragen, ja, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Also all das spielt dann eine Rolle. Oder auch soziale Ängste und Beziehungen werden mit Medien bearbeitet. Also das Thema zum Beispiel Freunde haben, Freunde finden, ist nicht nur ein Thema, was Kinder im Alltag erleben, sondern auch das, was in den Medien natürlich immer ein Thema ist, wenn Sie sich die Kinderfilme angucken, die entsprechenden. Und von daher ist es so, wenn man jetzt ganz knapp sagen sollte, wie verarbeiten Kinder auch im Vorschulalter Medien, und jetzt bleibe ich mal beim Thema Fernsehen als Leitmedium, Fernseherfahrungen, dann können wir sagen, ja, es sind vor allen Dingen die Themen, die sie selbst schon beschäftigen, die sie dann intensiv nochmal in den Medien, in den qualitativ hochwertigen Angeboten für sie finden. Ich hatte jetzt eben schon erwähnt, Heidi, Biene, Maya, Vicky, sind alles Sendungen, die die Entwicklungsgeschichte von Kleinen sozusagen thematisieren und zeigen, was eigentlich alles so eine Rolle spielt. Ich muss einmal ganz kurz auf die Uhr gucken. Jetzt müssen wir doch ein bisschen, muss ich doch noch ein ganz bisschen schneller machen. Jetzt komme ich zum Thema Medienerziehung, also in Kindertagesstätten. Und ich will Ihnen da noch sozusagen vier Aspekte nennen. Begründung, dann noch einen ganz kurzen Blick auf die Bildungspläne, überhaupt das Verständnis von Medienpädagogik und Bereiche kindlicher Medienbildung. Gucken wir uns an, wie sieht eigentlich die Verankerung von Medienbildung in den Bundesländern aus? Dann können wir drei Formen feststellen, nämlich Medienbildung als besonderer Bildungsbereich, also als eigenständiger, besonders herausgehobener Bildungsbereich. Medienbildung wird zwar explizit genannt, ist aber in andere Bildungsbereiche integriert. Und als dritten Aspekt, Medienbildung wird integriert, aber ohne explizite Nennung. Das heißt, man muss schon lange suchen, bis man irgendwo das Thema Medienbildung findet. Und das verteilt sich in den Bildungsplänen der Bundesländer ungefähr so. Also zum Beispiel Hessen und Bayern, da ist Medienbildung als besonderer Bildungsbereich gekennzeichnet. In Hessen heißt das eben kommunikationsfreudige und medienkompetente Kinder. Das ist dann ein eigener Bildungsbereich. Schauen wir uns an, mit welchem Verständnis Medienpädagogik auch in die Bildungspläne integriert ist. Dann können wir auf der einen Seite sagen, okay, sie hat sozusagen eine Querschnittsaufgabe. Das heißt, sie wird mal in Kombination zum ästhetischen Lernen gesehen, mal wird sie gesehen zum Thema Sprache und Schrift, eine Ergänzung, Literacy, diese ganze Thematik spielt da rein, oder auch naturwissenschaftliche Bildung, also es werden eher die medienpädagogischen Methoden sozusagen in den Vordergrund gerückt. Ich würde sagen, wenn man jetzt in Schauspielersprache denken würde, sie hat in dieser Funktion eine Nebenrolle, weil sie sozusagen als Hilfsdisziplin quasi betrachtet wird. Eine Hauptrolle kriegt sie dann, wenn man sagt, okay, die Medien an sich bringen schon so viel an Stoff und sozusagen Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit. Nämlich man muss eigentlich Medien selbst als Bildungsaufgabe sehen. Man muss sie erforschen und verstehen. Man muss Medien verarbeiten. Diese Bilder, die ich Ihnen eben gezeigt habe von den Kindern oder auch die Rollenspiele, sind Verarbeitungsmechanismen. Man muss sie auch nutzen und handhaben, weil darin unheimlich viel Erfahrungspotenzial liegt. Damit würde man
Medienpädagogik eine eigenständige Bildungsaufgabe zumessen, so wie es ja auch einige Bildungsbereiche, Bildungspläne gemacht haben. Sie hätte in der Funktion eben eine Hauptrolle. Wenn man diese drei Aspekte erforschen, verstehen, verarbeiten, kommunizieren, nutzen und handhaben, dann differenzieren würde, dann würde man vielleicht zu einer solchen Feldertafel kommen. Ich werde die jetzt nicht alle durchgehen, das würde dann sozusagen eine weitere Vorlesung in Anspruch nehmen. Aber man müsste dann sagen, okay, was würde jetzt eigentlich bedeuten, verarbeiten und kommunizieren im Hinblick auf das Buch oder auf Nutzen und Handhaben von Audiomedien. Dann würden wir in dem Bereich Differenzierung von Medienkompetenz weiterkommen. Und jetzt sozusagen zum Abschluss möchte ich Ihnen noch meine Sicht auf die Bildungsbereiche der kindlichen Medienbildung in Kindertagesstätten erläutern. Und ich hoffe, dass ich noch eine Sache auch ganz kurz praktisch zeigen kann. Das sind diese sechs Bereiche, die ich auch schon mehrfach beschrieben habe, Medien zur Sensibilisierung der Sinne einsetzen. Ich habe verdeutlicht, dass Medien in der Kindheit eine große Rolle spielen, sowohl quantitativ als auch im Hinblick auf das, wie Kinder sie verarbeiten. Wir können nicht mehr so tun, als würden Kinder heute ohne Medien aufwachsen. Und die Frage ist, wie können wir Medienkompetenz vermitteln, muss meines Erachtens schon sehr früh und zwar auch schon im Kindergarten losgehen. Und welche Bereiche dazugehören, die habe ich jetzt hier mal aufgefächert. Fangen wir an mit Medien zur Sensibilisierung der Sinne einsetzen. Sie können eben Medien nicht nur dazu benutzen, irgendetwas zu produzieren, sondern Sie können auch Medien dazu nutzen, sehr genau hinzuschauen mit Kindern. Und dazu habe ich Ihnen eben ein kleines Beispiel mitgebracht. Ich habe Ihnen eine solche kleine USB-Kamera mitgebracht. Jetzt muss ich hier einmal ganz kurz rausgehen. So eine kleine Kamera, die gibt es auch für Kinder schon im Vorschulalter und macht eine zwischen 20- und 200-fache Vergrößerung. Und ich habe Glück gehabt, ich habe eben noch ein bisschen abgesucht. Hier wird sehr ordentlich geputzt, aber ich habe doch noch etwas gefunden, was sich lohnt zu mikroskopieren. Und ich will mal gucken, ob das jetzt auch klappt. Einen Moment, da muss ich hier einmal umschalten. Da kommt schon was. Ja, mal gucken, ob ich noch ein bisschen mehr sehe. Ja, Sie sehen jetzt, da kommt schon was. Wir gehen mal auf eine andere Vergrößerung, dann wird es vielleicht etwas leichter zu erkennen, was es sein könnte. 20-fache Vergrößerung. Ah. Aber selbst bei einer kleinen 20-fachen Vergrößerung, wir hatten eben die 200-fache Vergrößerung, können wir jetzt Dinge untersuchen, wie wir sie einfach auf dem Flur finden. Ja, was ist das? Keine Sorge, es beißt nicht, es ist ein Buchenblatt. Und hier sehr schön, nur eine 20-fache Vergrößerung, ein Grashalm. Ja? Da können wir jetzt nochmal, das mache ich jetzt doch vielleicht nochmal ganz kurz, einmal dran drehen, dann sind wir bei einer 200-fachen Vergrößerung. Na, mal hoffentlich huscht es jetzt uns nicht weg. Naja, klappt jetzt nicht mehr. Da muss man dann eben ein bisschen glattere Unterlage haben. Ich habe jetzt hier das nicht unbedingt. Dieses kleine Gerät, was Sie einfach an den Computer anschließen, erlaubt Ihnen sozusagen natürlich genau hinzugucken. Sich so etwas genau zu betrachten. Das kann man, wenn man
das nicht technisch mit einem Computer machen will, ganz einfach auch machen, indem man zum Beispiel die ganz alte Technik Glasdias nimmt, Naturmaterialien zwischen zwei Glasplättchen einspannt und einen alten Diaprojektor an eine Wand schmeißt, dann haben Sie einen ähnlichen Effekt. Das führt dazu, dass Kinder sehr genau hingucken, dass man erkennen kann, oh, der tote Brummer, wie sind eigentlich die Flügel? Sie können genau hingucken. Und in dieser Form der Medienarbeit liegt enormes Wahrnehmungspotenzial. Und wir gehen immer davon aus, dass Medien die Erfahrungswelt einschränken, weil sie ja nur uns sehen und hören lassen. Aber ich denke, an dem Beispiel kann man sehr schön sehen, dass Medien uns auch helfen, sozusagen unsere Wahrnehmung und auch unsere Erfahrung zu erweitern und eben nicht nur einschränkend sein müssen. Und Sie können natürlich mit Kindern wunderbare Expeditionen in diese Mikrowelt machen. Natürlich gehört zu den Bereichen frühkindlicher Medienbildung auch Medien als Erinnerungs- und Reflexionshilfe einsetzen. Immer dann, wenn Sie über Ihren letzten Urlaub sprechen, werden Sie sagen, oh, pass auf, da hole ich mal schnell mein Tablet, da wischen wir mal drüber, dann zeige ich euch dir das mal. Und beim Ansehen der Bilder kommen Erinnerungen, fangen Sie an zu erzählen. Das wird in Kitas noch leider viel zu wenig genutzt, nämlich mit Bildern, mit Fotoapparat Dinge zu dokumentieren, und zwar nicht durch die pädagogische Fachkraft, sondern durch die Kinder selbst. Heute sind die Geräte so leicht zu bedienen, dass Kinder selbstständig ihre Sicht auf die Welt dokumentieren können. Und wenn man sie lässt, wird man feststellen, sie haben eine interessante, ganz andere Sicht auf das, wie wir vielleicht die Welt sehen würden. Natürlich geht es auch darum, Kinder dabei zu unterstützen, Medien zu durchschauen helfen. Ich hatte Ihnen ganz am Anfang gezeigt, wie Werbung Kinder auch austrickst, wie sie hineingezogen werden in diese Werbewelt. Und ich hatte mal einen Auftrag, einen Koffer zu entwickeln, obwohl man mit Kofferpädagogik natürlich sozusagen kritisch umgehen kann und muss. Aber in diesem Koffer ist sozusagen ein Equipment, um mit Kindern zu arbeiten, medienpädagogisch zu arbeiten und ihnen die Werbewelt etwas durchschaubarer zu machen. Ich kann das jetzt nicht vertiefen, aber unter anderem kann man den Kindern zum Beispiel ganz einfach erklären, ist beim Fernsehen oben kein Logo zu sehen, also ZDF, RTL oder irgendetwas, dann ist in der Regel Werbung. Das ist ein ganz einfacher Trick, um ihnen das zu verdeutlichen. Und wenn ich diese Unterscheidung habe, Werbung oder Programm, dann weiß ich auch, bei Werbung, da soll mir was verkauft werden. Also Kindern eine Orientierung geben. Ein weiterer Bereich, Medien als Erfahrungsspiegel betrachten. Das ist alles das, was ich Ihnen eben genannt habe, mit Medien zu nutzen, um Kinder sozusagen anzuregen, ihre eigenen Erfahrungen und Themen zu bearbeiten. Das kann man machen, indem man tatsächlich sozusagen Rollenspiele im Fernsehen macht, die dann filmt und dann wieder von den Kindern reflektieren lässt. Das ist eine bewährte Methode auch, die der Blickwechsel in Göttingen auch anwendet. Dann natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, Medien als Bildungsmaterial bereitstellen, auch um sozusagen Wissensklüfte zu vermeiden. Es kann nicht sein, dass nur die Kinder Zugang zu hochwertigen, qualitätsvollen Medien haben, von denen die Eltern oder wo die Eltern sich das auch leisten können, sondern es sollten eigentlich allen Kindern sowohl Bücher als auch CDs als auch Computerspiele mit Lerninhalten sozusagen Kindern zur Verfügung stehen. Als letzter Punkt, Medien als kooperative Erziehungsaufgabe für die frühkindliche Bildung zu begreifen. Weit über 90% der Vorschulkinder gehen in die Kita. Die Kita ist also ein idealer Ort, um medienpädagogisches Wissen im Bereich Medien an Eltern zu vermitteln, mit ihnen darüber ins Gespräch zu kommen. Denn wir wissen zum Beispiel, dass wenn Eltern Schwierigkeiten haben, bei dem Thema Medien Grenzen zu setzen, dann werden Sie diese Schwierigkeiten oder dann haben Sie diese Schwierigkeiten nicht nur beim Thema Medien, sondern auch in anderen Bereichen.
So, dass also das Thema Medien ein eigentlich ideales Thema ist, um über Erziehung, über Erziehungsgrenzen oder Wünsche von Kindern ins Gespräch zu kommen. Und ganz kurz, wie kann man das ganz konkret machen, um auch Qualität, über das Thema Qualität in Computerspielen zu gucken oder Lerncomputerspielen zu gucken. Dazu ein kleines Projektbeispiel. Wir haben in Kitas mit Kindern bestimmte Programme getestet. Die Kinder hatten dann die Aufgabe, auf einem sogenannten Bewertungsteppich dieses Spiel zu bewerten. Das Gleiche haben wir dann abends mit den Eltern gemacht und haben dann die Positionen verglichen. Was haben eigentlich die Kinder interessant gefunden? Was haben die Eltern interessant gefunden? Und in diesem Kontrast haben dann Eltern plötzlich entdeckt, ah ja, ich achte eigentlich darauf, mein Kind achtet darauf. Also ein Lerneffekt eigentlich auch für die Eltern. Und nochmal ein Effekt darüber hinaus, nämlich Kriterien zu entwickeln, was sind eigentlich gute Spiele für Kinder, Lernspiele. Ja, und damit bin ich schon am Ende. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht haben ja noch einige auch Fragen. Ja, also das, was Sie jetzt hier sehen, ist mein letztes Buch, 2012 entstanden, wo Sie ganz viele der Beispiele auch nochmal nachlesen können, wen das interessiert. Es kommt ja bald Weihnachten. Nein, ist ein kleiner Scherz, also ist nur so ein Hinweis. Ja, Sie, wir haben jetzt ein ganzes Tableau aufgemacht von Themen, die unmittelbar mit dem Thema Medien Also Sie reflektieren durch das Aufnehmen zum Beispiel. Ja? Also Sie werden auch, wenn Sie Ihre Urlaubsbilder angucken, werden Sie plötzlich feststellen, in der Betrachtung, was habe ich eigentlich fotografiert, manches habe ich öfter fotografiert, manches nicht so oft, manches habe ich aus der Perspektive, manches habe ich auch extra ausgewählt. Beim Fotografieren passieren schon Prozesse der Konstruktion, im Sinne von, ah, hier, die gucken alle freundlich, die fotografiere ich mal. Es sieht auch recht viel aus hier in der Vorlesung. Hier, das ist so ein bisschen so eine ausgedünnte Ecke, die fotografiere ich nicht. Und das erkennen Kinder schon, wenn sie selbst auch mit dem Apparat arbeiten. Ja, also sie erkennen, beim Fotografieren wähle ich einen Ausschnitt. Und indem sie das tun, erkennen sie dann später auch mal, oder es bildet sich sozusagen die Kompetenz heraus zu sehen, ja, Medien sind aufbereitet, Medien sind Ausschnitte einer Wirklichkeit. Das heißt ja auch nicht, um das noch vielleicht nochmal, weil Sie so gesagt haben, die unmittelbare Beobachtung. Das heißt ja nicht, dass man Kindern tagelang ein Fotoapparat um den Hals hängt. Die unmittelbare Beobachtung geht dadurch nicht verloren. Oftmals ist es so, dass wenn man mit Medien arbeitet, das genaue Hinsehen, das Auswählen, das gezielte Schauen nochmal stärker fokussiert wird. Also das, ich will nicht in diese Entweder-Oder-Schiene rein. Ja. Wie sind deine Erfahrungen, wenn ich mir die sechs Bereiche jetzt mal ansehe, wie sind deine Erfahrungen, inwieweit das in Kindertageseinrichtungen ja, auch Realität ist? Mhm. Also am ehesten umgesetzt werden natürlich noch, sag ich mal, bilderbuchgestützte Methoden,
Also Bilderbuch, Kino gibt es zum Beispiel häufiger. Natürlich mit Kassetten wird öfter gearbeitet. Aber sag ich mal, mit technischen Medien, Fernsehen, Computer wird sehr, sehr viel weniger gearbeitet. Da gibt es unterschiedlichste Untersuchungen, warum das auch der Fall ist. Auch weil natürlich Pädagogen immer wieder auch verunsichert sind im Hinblick auf die Frage, ja, sollen wir das tun und legen wir jetzt sozusagen zusätzlich zu den häuslichen Medienerfahrungen, das ist immer oftmals ein Argument, nicht auch noch im Kindergarten jetzt plötzlich Medienerfahrungen dazu, wobei eben dahinter schon immer ein Wirkungsmodell steht nach dem Motto, das ist alles immer furchtbar mit den Medien. Und wenn man aber in die Arbeit mit Medien hineingeht, in die kreative, produktive, sozial verträgliche Arbeit mit Medien, kommunikativ, wenn Sie mit Kindern und Medien arbeiten, ist es immer ein unheimlicher gruppendynamischer Prozess, der dort sich abspielt. Wenn man sozusagen ein positives Bild auch entwickelt von Medien und Sie alle haben Ihr Smartphone in der Tasche, fahren gleich nach Hause, machen Ihren Walkman rein, schalten zu Hause den Fernseher an und so weiter und so weiter. Sie sind alle sozusagen völlig involviert. Nur die Paradoxie ist dann eben, dass im Hinblick auf Kinder, man glaubt plötzlich, die werden davon dumm, dick und sonst irgendwas. Ja, also das ist sozusagen zu schlicht. Das ist zu schlicht, als dass man dann wirklich daraus pädagogische Handlungsmuster entwickeln kann. Deswegen ist es gerade notwendig, dass Pädagogen sich nicht wegducken und die Kinder in der Medienwelt, in die sie hineinwachsen, quasi alleine lassen. Dann lass die mal, die machen das schon irgendwie. Nein, gerade nicht. Sie müssen sozusagen Kinder begleiten und zwar in allen relevanten Lebensbereichen. Ob das Gesundheit, Bewegung, Ernährung und Medien, das sind jetzt nur mal so vier Bereiche und da müssen wir Einfluss nehmen. Können wir nicht sagen, das überlassen wir hier der kommerziellen Werbeindustrie oder sonst irgendwem. Ja? Ja, dann bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich für diesen Vortrag. Okay.